Denn eins ist klar, wenn Musk diese Schlacht in den nächsten 2 Jahren gewinnt, wird es etliche Verlierer geben. Und die Verlierer interessieren uns. Es ist immer so, dass, ich kann nur auf steigende Kurse setzen. Und das ist halt das Problem, dass die meisten Investoren, laut Bloomberg-Statistiken, also die Privatinvestoren, ca. 34% dieses Jahr verballert haben. Selbst die Hedgefonds haben 15% verballert, also Verluste registriert. Also auch meine Branche ist jetzt nicht gerade mit Gloria hier durch diese Phase gegangen. Aber die Verlierer sind genauso interessante Ertragsquellen für einen Investor wie die Gewinner.